Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Demo. Einer Demo bzw. einem Spiel, worauf ich mich sehr, sehr freue. The Wandering Village. Ich bin ja gerne so ein Typ, der so Aufbauspiele spielt. Und als ich das gesehen habe, in diesem Setting, musste ich es unbedingt testen. Und ich habe auch gerade bei dieser Eröffnungsmusik gerade so, ich weiß ja nicht, kennt ihr das so Ghost in the Shell Vibes? Echt klasse. Okay, fangen wir an. New Game. Demo Stream. Denn, viele wissen es nicht. Diese Demo, dieses Video wird gerade live im Stream aufgenommen. Unten drunter ist der Link: twitch.tv/thecontrolfreak. Da könnt ihr gerne mal einschalten. Los geht's. Driven from our homes by the toxic spores, we kept wandering, looking for shelter. But not in our wildest dreams did we imagine what we would find. Oh, wie schön. Oh, das war schon so. Okay. Welcome. Hello, friend. My name is Ombus Mumblemore. Oh. Okay. Alles klar. Gut. And I'm the village elder here. Oh, people, the Newmans. Okay. Ach, so viele Anspielungen habe ich jetzt schon. Okay. Our people, the Newmans, have traveled far and endured many hardships throughout the years. But now we have come across an Onbu, an ancient beast, believed to have gone extinct centuries ago. Our encounter must have been fated. It has most likely been asleep in the ground for a very long time. Maybe it woke up because the toxins keep seeping further and further into the earth. The poor thing seems exhausted and has gone back to sleep for now. I once read that Onbu draw their nutrients from the ground, so I wonder if it can sustain itself out here. Seems like we need to take care of each other from now on. My experience has brought our people here. But now it is time for you to take over and lead them to a better place. To ease the transition, I could teach you a little of what I've learned. Tutor you even. Okay. A tutorial, so to say. What do you think? Yes. Open the Elder's notebook. Try to survive for as long as you can. To do so, you will have to provide your villagers with shelter and food, research new technologies, and scavenge materials from all kinds of biomes. Also, don't forget to take care of Onbu, our giant companion. If all your villagers or Onbu die, it's game over. Yep. Okay. Das sieht schön aus. Guckt euch das mal an. Oh, wie cool ist das denn? Wow. Okay. Also, ich glaube, Das wird gut. Enter the Ombu View. Oh. Er schläft. The World Map. Okay. And the village. Building tents for all your villagers to make them happier and those more productive. If you run out of resources, use the harvest tool to chop down trees. At least 8 tents. Okay.
Dann. Building Menu Tent. Ja. Wie kann ich das abreißen? Ah, okay. Harvest. Sieht echt schön aus. Entschuldigung, ich wiederhole mich gerade. Ich bin so ein bisschen hin und weg. Bertie, Nadine, Ferdinand, Maxi, Jacqueline, Devon, Brand. So, stockpile at least 60 berries. Restores all kinds of food for each village. Okay. Wo sehe ich denn? Your people need food. A quick way to get it is to harvest berries, berry bushes. Beware, they only regrow slowly. You can construct a pantry to store the food. Okay. Er ist happy. Oder sie ist happy. Ich brauche auch Stein dafür. Wo kriege ich denn? Kriege ich hier Stein her? Da kriege ich Stein her. Da fehlt mir noch zwei. Dann ist das fertig. Da geht's auch zu schneller. Okay. Farming. To ensure a steady supply of food and healing herbs, build a farm and a herbalist. Oh.
Das ist ja cool. Echt schön. So, eine Farm. Eine Farm. Da. Und ich sollte auch dann mal einen Material Storage bauen. Da haben wir noch Steine. Die brauchen wir, denke ich mal, auch noch für die Farm. Ja, 15 Stone. Set amount of workers in your farm to 3. Have at least one herbalist. Okay. Muss ich wohl auch noch einen Weg dahin bauen? Anscheinend muss ich das nicht, weil die selber den Pfad dorthin finden. Okay. Dann lasse ich das mal ein bisschen schneller ablaufen. Construction läuft. So, 3. Okay. Assign plots for your farm. Kann ich das alles schon bedecken? Oh ja, kann ich schon. Dann mache ich aber hier trotzdem so einen Weg durch, ne? Weil ich mag Wege. Und jetzt brauche ich ja noch einen Herbalist. Das ist schön. Okay, Steine und Wood fehlen noch. Und jetzt brauche ich
Oh, Plant Herbs. Okay. Das muss ja auch noch angepflanzt werden. Dann bräuchte ich ja, glaube ich, noch ein weiteres Material-Storage. Wir haben gleich eine Wüstenregion. At least one airwell. Ein Water Tank. Und Airwell. Da. Fehlen mir Steine. Dann nehmt mal die Steine hier weg. Man da auch. Ja, guck mal. Priority highest. Also wir sind jetzt schon in einer Wüstenregion. You picked up a group of nomads who joined your village. Population level up. Your villagers needs have increased. Check them in the top bar. Ah, es sind ein paar Homeless, deshalb. Okay. Dann müssen wir mal hier... das aufbauen. Und wir brauchen mehr Ressourcen. Harvest. Wie sieht's mit den Beeren aus? Oh, wir haben auch kein Essen mehr. Beziehungsweise, wir sollten, glaube ich, hier auch mal die Beeren mitnehmen. Temperature ist ein bisschen hoch. Automatically extracts water from the air, works better at high humidity levels, no water is produced in deserts. Okay, ja, ja gut. Klar, dass in der Wüste kein Wasser produziert werden kann. Dann bauen wir hier mal ein Stückchen runter. Okay, jetzt Housing Quality, Food Quality, ist ein bisschen runter, aber ja. Ich habe kein Wasser mehr.
Onbu Hunger, Onbu Sleepiness. Oh, sieht so gut aus. Aus. Sehr, sehr schön. Die 13 sind im Eile. Woodrow Herbalist. Ups, es ist aber keine Nahrung da, ne? Doch, da kommt die erste Nahrung. Beets. Pile of Berry. So, wo ist denn... Oh, er ist nach links gegangen. Das heißt also, da haben wir bald grün und da ist dann... Auf jeden Fall wieder Wasser zu erwarten. Und dieses 2D-mäßige sieht, also dieses 2D-mäßige sieht echt gut aus. Also das gefällt mir unglaublich gut. Ich brauche einen Researcher. Wo haben wir Stone? Ja, beides ist voll. At least one researcher and select research for kitchen. Kitchen, yep, accept. Oh, wie cool ist das denn? Wie, also, ist er eingeschlafen? So kurz vor dem grünen Bereich. Ach, ernsthaft. Ah. Ja gut, dann, dann schläft er. Dann schläft er halt. Oh, das ist der Research Tree. Das heißt, wir haben hier den Homeblower für die Richtungsanweisung des Onbu. Ein Hut für, also als Haus. Sleep Command, Onbu Kitchen. Das heißt, mit der Onbu Kitchen make mushrooms into Onbu food. Das heißt, wir können ihn auch füttern. Oh, okay. Kitchen. Village Doctor, Wheat Harvesting, Blood Extractor. Automatically extracts blood from Onbu's heart with every heartbeat. This process slightly reduces Onbu's health and trust in you. Was? Black Pudding. Unlock receipt to make black pudding from Onbu blood in the kitchen. Ey! Ja, das... Aber um den zu schädigen, musst du... Boah. Okay.
Naja. Okay. Könntest du bitte aufwachen? Ich muss wenigstens irgendwo hin. Mal gucken, ob wir das beschleunigen können. Ah, ein bisschen schneller. Prozent 56. Prozent 73, 74, 75. Food refinement, at least one moment. At least one carpenter. Carpenter. Make wood planks from woods. Okay. Und ein Stonecutter. Dann bauen wir noch den Weg dorthin. Dann haben die was zu tun. So, next research. Hornblower. Hornblower, das ist eine gute Idee. Und wir müssen jetzt auch noch die Kitchen bauen. Farm. Da ist die Kitchen. Aber da brauche ich Woodplanks für. Oh Gott, okay. Ja, geht weiter. Geht er weiter? Oh, komm bitte, wach mal auf. Ja, sag ich doch. Stack. This place seems to be unaffected by the poisonous plants and contains some nice vegetation for Obu to sleep in. Okay. Noch 4 Stone Steps, aber ich denke mal, wir lassen das erstmal so weiterlaufen, warten, bis das fertig ist,
Und dann machen wir dann mit der nächsten Aufnahme weiter. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.